Genau, wir machen das jetzt heute mal wie bei den Kinderbibeltagen. Wenn vorne einer steht und die Hand hochhält, dann möchte er etwas sagen. Oder er redet einfach laut ins Mikro, dann hat man auch Aufmerksamkeit. Super, das klappt ja toll. Ja, wir nehmen Sie mit hinein. Herzlich willkommen heute an diesem Sonntagmorgen im Blumhardthaus in das, was wir in den Kinderbibeltagen auch jeden Tag miteinander machen. Und da gehört dazu, dass wir singen. Ich bitte Sie alle aufzustehen. Einfach spitze, dass du da bist. Wir machen die Bewegungen mit. Das Einzige, was wir nicht machen, ist tanzen. Aber hüpfen ist erlaubt. Genau. Sie finden es auf dem Liedblatt. Also zuerst einfach spitze mit Daumen hoch, dann stampfen, klatschen, hüpfen. Jetzt haben wir die Morgengymnastik auch schon geschafft heute Morgen. Ja, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem Familiengottesdienst. Es ist der festliche Abschluss unserer Kinderbibeltage unter dem Motto Mensch Petrus. Und ich grüße auch alle Kinder und Erwachsenen, die heute im Livestream zu Hause dabei sind, vielleicht auch die Großeltern. Schön, dass ihr auch mit dabei seid und das Livestream-Team, das uns das ermöglicht. Vielen Dank. Felsenfest wie Petrus. Worauf baut denn unser Glaube? Was ist das Fundament, auf das wir bauen? Und wo braucht es Mut im Alltag, wenn wir ängstlich sind? Was können wir von Petrus und seinen Erfahrungen auf unser Leben heute übertragen? Wir, die Kinder und Mitarbeitenden, nehmen Sie heute mit hinein in dieses Thema und geben Einblicke in das, was uns bewegt hat. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind schon immer ökumenisch unterwegs bei den Kinderbibeltagen, sowohl im Team als auch bei den Kindern. Ich freue mich in diesem Jahr ganz besonders, dass die Raffaela Wagner das mitgestaltet hat und im Team dabei ist, einfach auch nochmal als deutliches Zeichen, dass wir hier gemeinsam in Göppingen unterwegs sind. Schön. Wir wollen gemeinsam ein Psalmgebet sprechen. Es ist auf dem Liedblatt abgedruckt. Es geht auf die vier Geschichten ein,
die wir behandelt haben. Bei den Kindern ist es auf dem Liedblatt die letzte Seite und wir lesen 1, 2 und 4, 5. Bei Ihnen sind es die vier abgedruckten Verse. Gott, wir lesen gemeinsam. Gott, manchmal kann ich nur staunen. Da beginnt plötzlich etwas ganz Neues. Das Leben ist spannend, was wohl noch alles auf mich zukommt. Du sagst, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Gott, manchmal verlässt mich der Mut. Es ist nicht immer einfach, dir zu vertrauen. So vieles spricht dagegen, aber du sagst, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Gott, manchmal verstehe ich dich nicht. Bei dir geht es anders zu, als ich es gewohnt bin. Du hast alle Menschen lieb. Du sagst, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Gott, manchmal bin ich feige. Ich getraue mich nicht, vor anderen meine Meinung zu vertreten. Ich lasse meine Freunde im Stich. Hinterher tut es mir leid. Du sagst, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Ich möchte noch beten. Guter Gott, wir danken dir, dass wir alle wunderbar gemacht sind. Wunderbar, ganz besonders und einzigartig. Jeder und jede von uns. Wir danken dir für deinen liebevollen Blick auf uns, auf unsere Begabungen und Fähigkeiten, genauso wie auf unsere Schwächen und Grenzen. Du siehst, was jeden einzelnen von uns ausmacht. Du siehst, was uns beschäftigt und welche Möglichkeiten in uns stecken. Danke, dass wir nicht perfekt sein müssen. Danke, dass du ein offenes Ohr und ein riesig großes Herz für unsere Gebetsanliegen hast. Wir wollen offen sein für dein Wort und was du heute zu sagen hast. Beschenke uns auch heute in diesem Gottesdienst mit deiner Liebe für uns. In der Stille beten wir für uns und die Menschen, die wir gerade im Blick haben. Guter Gott, du kennst uns und hörst unser Gebet. Hab Dank dafür. Amen. Jetzt kommt die erste Gruppe dran, die Klasse 1 und 2. Sie haben etwas vorbereitet zum Thema. Fangt ihr mit Danke an oder mit mutig sein? Mit Danke, genau. Ja, hallo, wir sind die Gruppe 1. und 2. Klasse. Zu unserem Mitarbeiterteam gehören einmal Leni, Michel, Paula, Linus und ich, Milli. Wir haben uns die letzten 3 Tage viel mit der Petrus-Geschichte beschäftigt. Wir haben viel gespielt, wir haben viel gebastelt und deswegen möchten Ihnen jetzt die Kinder präsentieren. Hier in der ersten Gruppe einmal, wofür sie dankbar sind. Und dann kommt die zweite Gruppe, die wird Ihnen präsentieren, was Ihnen Mut macht. Ich bin dankbar für meine Erzieher. Ich bin dankbar für meine Eltern. Ich bin dankbar für die Welt. Ich bin dankbar für meine Familie.
Ich bin dankbar für, dass ich beim Fußball angemeldet wurde. Ich bin dankbar, dass es Menschen gibt. Ich bin dankbar für meine Familie. Ich bin dankbar für meine Freundin Theresa. Sehr gut gemacht. Ich bin dankbar für meine Familie. Ich bin dankbar, dass ich meine Familie bei mir ist. Ich bin dankbar, dass ich meine Geschwister habe. Ich bin dankbar für meine Freundin. Und jetzt kommt die zweite Gruppe, die mutig ist für Dinge. Meine Familie, Freunde machen mir Mut. Die Kinderbibeltage machen mir Mut. Meine Freunde machen mich mutig. Meine Mama und Papa machen mich mutig. Meine Schwester macht mich mutig. Wenn meine Katze das macht mich Mut. Die Betreuer wollten uns noch herzlich bedanken für eine sehr, sehr manchmal auch anstrengende Zeit, aber größtenteils eine sehr, sehr schöne Zeit. Und hier vorne auf der Bühne zu stehen, ist auch ganz schön mutig. Wir singen jetzt das nächste Lied. Ich bin ein Bibelentdecker. Sie finden es auch auf dem Liedblatt. Wir singen nur die Strophe 1 und 2. Gemeinsam unterwegs, haben einige Geschichten von Jesus und seinen Jünger Petrus, Johannes und Jakobus gehört. Es waren drei einfache Fischer, die von Jesus berufen wurden, um ihm nachzufolgen und in Zukunft keine Fische mehr zu fangen,
sondern um Menschen zu gewinnen, mit den Menschen unterwegs zu sein. Und so nannten sie Petrus auch als Menschenfischer bezeichnet. Und Petrus, der Name, was bedeutet es? Was haben wir gelernt? Ja. Fels. Fels, genau. Auf dich will ich meine Gemeinde bauen, auf dieses starke Fundament. Und naja, immer war er gar nicht so stark. Ja, im Wasser kurz vorm Ertrinken oder als der Hahn kräht. Und die Kinder und Mitarbeiter zeigen uns jetzt so verschiedene Bausteine dieser Geschichten. Und wir machen weiter mit der Kindergartengruppe. Also wir machen weiter erst mit Rainer und dann mit der Gruppe. Die sind schon ganz aufgeregt. Also, die Kinderbibeltage gehen für uns jetzt langsam zu Ende. Es waren wieder wunderschöne Tage. Wir haben gebastelt. Oh, ist das ein? Ja. Wir haben gebastelt, wir haben gespielt. Wir haben viel gemeinsam gelernt. Aber eins, das war uns ganz wichtig, was wir gelernt haben. Und das wollen wir euch jetzt vorführen. Als die Idee aufkam, was vorzuführen, habe ich gesagt, ich traue mich das nicht. Ich gehe da nicht hoch. Dann haben wir gesagt, aber wenn wir es gemeinsam machen, ja, wenn wir das gemeinsam machen, dann trauen wir uns das. Was sie jetzt vorführen, das haben wir eine halbe Stunde geprobt, das improvisieren wir ein bisschen. Und wie in einem großen Theater gibt es einen Dirigent beim Chor. Ich spiele ein bisschen den Dirigent und gucke, dass man das da hinkriegt. Aber eins merkt euch, was die hier machen, braucht Mut. Mut. Mut hier hochzugehen, hinzustehen vor euch und dann selbstbewusst was vertreten. Das versuchen wir jetzt. Nein, wir machen das jetzt. So, ihr Mutigen, kommt mal rauf. Kommt drauf, ihr Mutigen. Da könnt ihr hinkommen. Bravo. Bravo. Hey. Kommst du mal ein bisschen da? Unsere Vanessa ist eine Newcomerin. Sie wollte dieses Sprecher so uns durch die Geschichte durchführen. Gehst du mal hier rüber, Vanessa? Wir improvisieren. Ja. Wir sind Kindergartenkinder, aber wir sind wer? So, Vanessa. Blabbert mal ein bisschen. Ich bin der Dirigent. Hey, ihr, blabbert mal nicht alle durcheinander. Das versteht ja kein Mensch. Nun kommt mal alle her. Wir wollen euren Eltern, Geschwistern, Omas und Opas und allen Gästen noch zeigen, was wir können. Also nun mal alle gemeinsam, okay? Ja! La, 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 la. Thank you.
seiner eigenen Stimme, die einen etwas höher, die anderen etwas tiefer, die einen lauter und die anderen leiser, so wie jeder es kann. Und was kommt dabei raus? Ein Chor, ein Kinderchor. Ein Kinderchor. Ja genau, ein richtiger Kinderchor. Und damit das klappt, muss man sich auf ein gemeinsames Lied einigen und es immer wieder zusammen üben, damit es schön klingt und die Zuhörer es auch verstehen und sich darüber freuen. Ich frage mich, machen alle Lebewesen so etwas? Ich meine, gemeinsam etwas tun? Was meint ihr, können die das auch? Können die das? Ja, die können das. Die Schüler können das. Na, ich weiß nicht. Aber fragen wir doch mal unseren Daniel, der weiß doch so viel. Hallo Daniel, kann es tatsächlich sein, dass selbst unterschiedliche Tiere etwas gemeinsam tun? Fischlein in dem Wasser, das Rehlein auf der Au, das Vöglein in den Zweigen, das Blümelein im Tau. Sie alle liebt der Heiland sehr, doch uns Kinder hat noch viel mehr. Ich bin der Tiger und kann gut schleichen. Ich bin der Elefant und bin der Stärkste. Ich bin der Bär und kann gut riechen. Ich bin der Hase und bin der Schnellste. Hey Daniel, die sind doch alle ganz unterschiedlich, die machen doch nichts gemeinsam. Jetzt war doch mal ab. Wir haben einen Plan. Alle Tiere. Und jetzt malen wir das immer. Bär, komm, wir malen. Komm, wir machen was zusammen. Komm, wir machen was zusammen, war die Idee. Das war die Idee, wir machen jetzt was zusammen, wir Tiere. So, Tiger, ja was denn? Ja was denn? So, wir suchen Buchstaben. Und dann zeigen wir den Leuten, was wir sind. Habt ihr es verstanden? Ja, dann zeigen wir, was wir sind. Jetzt müssen wir Buchstaben suchen, okay? Das sind sie. Das kann ich nicht verstehen. Könnt ihr das denn verstehen? Das kann ich ja immer noch nicht verstehen. Was soll denn das geben? Wir sind ein Team.
Ja, wir haben auch ein Lied von Petrus, dem Menschenfischer, und das wollen wir jetzt gemeinsam singen. Und wenn wir Erwachsenen Petrus singen, dann antworten die Kinder mit dem Echo auch mit Petrus. Genau, so wie wir es gestern auch gesungen haben. Geschichten mit der Klasse 5-6. Ja, wir sind die Klasse 5-6 und haben uns mit der Petrus-Geschichte auch so beschäftigt, dass wir sie heute Ihnen vorstellen wollen, und zwar jeden Tag. Als Leitung waren die Silke verantwortlich und ich bin neu dazugekommen und habe mich sehr gefreut, und wir haben uns, glaube ich, beide sehr gefreut, dass wir so eine tolle Truppe hier haben. Reisen wir doch jetzt einfach dorthin, wo der Petrus gelebt hat und gewirkt hat. Petrus ist ein Fischer. Er kennt sich gut aus in seinem Beruf. So weiß er, dass die Fische leichter ins Netz gehen, wenn er am frühen Morgen die Netze auswirft. Doch er hat kein Glück. Müde und erschöpft wollen seine Freunde und er ans Ufer fahren. Fische haben sie keine gefangen. Da sehen sie Jesus. Petrus kennt ihn, wenn auch noch nicht so gut. Aber er weiß, dass Jesus ein besonderer Mensch ist, der Dinge machen kann, die an Wunder glauben lassen. Jesus bittet Petrus, mit ihm noch einmal auf den See zu fahren, damit er den Menschen von Gott erzählen kann. Petrus nimmt den Auftrag an und wird reichlich belohnt. Obwohl es Tag ist, haben sich die Netze gefüllt. Das Erstaunen ist groß, und auch hier merkt Petrus, dass Jesus ein besonderer Mensch ist, der von Gott kommen muss. Doch es passiert noch etwas anderes. Petrus und seine Freunde werden zu Menschenfischern. Jesus lädt sie ein, mit ihm zu kommen und, wie er es tut, den Menschen von Gott zu erzählen
und alle Groß und Klein davon zu überzeugen, dass es toll ist, mit Jesus im Boot zu sein. Wir haben an diesem Tag ein Boot gestaltet und es in das blaue Wasser des Sees gesetzt. Nun sind auch wir Kinder zu Freunden Jesu geworden, mit ihm ins Boot gestiegen und Jesus gefolgt, so wie es Petrus getan hat. Auch wenn Petrus der Meinung war, dass er nicht zu Jesus passt, so ist er doch mit ihm gegangen und ist zu Jesus Freund geworden. Denn Jesus hat ihn bei seinem Namen gerufen, wie jeden von uns Namensschilder mit Fischen auf Fischen oder Perlen haben uns diese noch einmal gezeigt. Am zweiten Tag haben wir gehört, dass Petrus sehr menschlich sein kann. Er zweifelt und hat Angst. Mensch Petrus, was ist mit dir los? Das haben wir uns gefragt. Petrus ist wieder im Boot, aber ohne Jesus. Und ein Sturm kommt auf. Das Boot droht zu sinken. Doch da kommt Jesus und läuft über das Wasser. Petrus, noch mutig und stark, läuft Jesus seinem Freund entgegen. Doch verlässt ihn der Mut. Petrus droht zu versinken. Er hat Angst. Jesus ist bei Petrus und rettet ihn. Zusammen fahren sie ans Ufer. Mensch Petrus, was ist mit dir los? War auch an diesem Tag eine Frage. Was macht uns Angst, haben auch wir uns gefragt und sind über Wasser gelaufen mit Hilfe eines Experiments. Doch kennen wir es auch, dass uns der Mut verlässt und aus diesem Grund war es schön, dass wir ein Mutmachsäckchen gestaltet haben, mit vielen Sprüchen, die wir uns gegenseitig auf den Rücken geklopft haben. Mut ist toll, das hat auch Petrus erkannt und so hat er seinen Freunden, den anderen Jüngern gesagt, dass Jesu Jesus ist, unser Retter und der Sohn Gottes. Dieser Mut wurde von Jesus belohnt und Petrus wurde zu seinem Felsen ernannt, auf dem später die Kirche erbaut wurde. Petrus hat eben felsenfest an Jesus geglaubt. Zeichen setzen und Freundschaft für immer. Petrus und Jesus haben viele Abenteuer miteinander bestanden und heute ist ein besonderer Tag. Jesus hat all seine Freunde versammelt und möchte mit ihnen ein Fest feiern. Doch irgendetwas ist anders. Jesus wäscht seinen Freunden die Füße. Eigentlich taten diese Arbeit Diener oder Dienerin, doch nun macht sie Jesus. Auch wir haben erfahren, wie es ist, wenn uns die Füße gewaschen werden. Nachdem unsere Füße durch einen Baufußweg gegangen sind, haben wir nicht nur gelernt zu vertrauen, sondern wir haben gelernt, dass Jesus bei uns sein will und uns hilft. Er will ein Diener sein und wir sollen es ihm nachtun. Wir sollen einander Gutes tun. Gutscheine haben wir an diesem Tag gestaltet und uns überlegt, wem wir Gutes tun wollen und welchen Freude wir einen anderen Menschen bringen können. Doch am dritten Tag war nicht alles gut. Nun mussten wir wieder sagen, Mensch Petrus, im Theater haben wir gesehen, dass es ganz schnell anders werden kann. Petrus hat Jesus verleugnet. Er hat gesagt, dass er seinen Freund nicht kennt und nicht zu ihm gehört. Da waren wieder die Angst und der Mut, den Petrus verlassen hat. Petrus hat menschlich reagiert, um seine Haut zu retten und damit einen anderen Menschen verraten. Doch wer Jesus kennt, weiß, dass Jesus verzeiht. Jesus hat Petrus zum Felsen gemacht. Er hat an den Mut und die Stärke dieses Menschen geglaubt und ist mit Petrus eine Freundschaft für immer eingegangen. Auch wenn er hin und wieder bestimmt gedacht hat, Mensch Petrus. Ja, diese Gruppe war wirklich mutig und stark und ich glaube, ihr seid auch zu Freunden geworden, die übers Wasser gehen können, wenn sie wollen. Vielen Dank, wir können runtergehen. Ja, jetzt ist da noch ein Taschentuch und einige von Ihnen haben auch bunte Taschentücher auf ihrem Platz gefunden. Und ihr dürft hier vorne jetzt auch ein Taschentuch nehmen. Genau, nehmt euch einfach, ich gebe es euch und ihr nehmt euch einfach dann eins weg. Genau, es reicht für jeden. Ihr dürft auch
Ja, und in unserer Geschichte haben wir, genau, das sind mehrere, einfach die Mitarbeiter verteilen es, genau. Und nachdem der Hahn gekräht hat und Petrus Jesus verleugnet hat, da war er ziemlich traurig. Und als er so traurig da saß, da hat er sich an die Geschichte erinnert, wo Jesus gesagt hat, mach einen dicken Knoten in dein Taschentuch, damit du dich immer daran erinnerst, dass ich mit dir bin, dass ich bei dir bin und egal was passiert, dass meine Liebe dich nie verlassen wird. Und deswegen jetzt einen dicken Knoten reinmachen und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr es jetzt in die Hosentasche steckt, ob ihr es vielleicht in euren Schuli oder in euren Rucksack bindet als Erinnerung oder wo dieses Taschentuch für euch einen Platz im Alltag bekommt. Wir haben hier auch noch ein paar, also wenn es für Kinder noch nicht gereicht hat, die jetzt hier im Raum sitzen, dann einfach nachher nach vorne kommen. Es soll dann für jedes Kind auf jeden Fall reichen. Felsenfest, Jesus ist mit uns. Jetzt fehlt noch eine Gruppe, die Gruppe Klasse 3-4. Wir beten jetzt und sie haben Dank- und Fürbittengebete überlegt. Ihr kommt einfach auf die Bühne. Wir bleiben zunächst sitzen und stehen dann beim Vater Unser nachher auf. Genau. Genau, wir sind das Team von der dritten und vierten Klasse, gemeinsam mit Julia, Marina, Martha und mir, Katharina. Wir hatten schöne Tage, wo wir viel erlebt haben, viel gespielt haben, auch gebastelt haben und haben uns auch noch ein paar Fürbitten überlegt, die die Kinder jetzt vortragen. Ich bitte für bessere Luft. Ich bitte, dass niemand aus meiner Familie stirbt. Ich bitte für gute Noten. Ich bitte für bessere Umwelt. Ich bitte für bessere Freunde. Ich bitte, dass wir uns nicht streiten. Ich bitte, dass kein Müll mehr in die Natur geworfen wird. Ich bitte, dass es auf der Erde keinen Krieg mehr gibt. Ich bitte für Frieden auf der Erde. Ich danke für, dass ich Freunde habe und ich bitte, dass die Kriege aufhören. Ich bitte, dass ich nie allein bin. Ich bitte, dass jeder gesund bleiben wird. Ich bitte, dass ich viele Freunde habe und dass ich immer Essen bekomme. Ich bitte, dass meine Eltern gesund bleiben und mein liebes Haustier. Danke Gott, dass du uns Wasser gibst. Ich bitte, dass du die sehr kranken Menschen wieder heil machst. Das waren alles ganz tolle Bitten und ganz wichtige Anliegen. Und so wollen wir jetzt aufstehen und gemeinsam beten, so wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können stehen bleiben. Wir singen das nächste Lied. Sei mutig und stark. Es ist mit der Bewegung etwas eingeschränkt. Ihr macht nur einen kleinen Schritt nach vorne. Und dann einfach zugucken beim ersten Mal, beim zweiten Mal kriegt es dann die Eltern auch hin. Schwach und fürchte dich nicht, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, sei mutig und stark. Genau, nehmen Sie wieder Platz. Nehmt wieder Platz. An der Stelle gilt es für mich immer, Danke zu sagen. Nach so drei erlebnisreichen Tagen bin ich zum einen dankbar, dass wir ohne großen Verletzungen, ich glaube, ich selber habe zwei Pflaster geklebt, aber keine größeren Beulen oder Verletzungen da sind, dass wir alle gesund durchgekommen sind. Dann, dass ich jedes Jahr auf so ein großes Team bauen kann, denn ich allein könnte hier gar nichts machen. Ja? Von dem her bitte ich jetzt alle Mitarbeitenden auf die Bühne, dass man euch auch sieht. Dazu gehört auch das Küchenteam. Die Birgit und die Nicole sind da. Genau, einfach auf die Bühne kurz. Dass man euch mal alle nochmal sieht. Ja, es fehlen noch zwei, drei. Ich möchte noch den Malte nennen, der den Jesus gespielt hat, und den Benedikt, der den Petrus im Bibeltheater gespielt hat. Beide sind Konfirmanden, die jetzt heute nicht da sind. Auch die weiteren Konfis, die jetzt das erste Mal dabei waren, aber auch die, die schon viele Jahre, ich bin jetzt, es waren jetzt meine achten Kinderbibeltage, jetzt schon die ganze Wegstrecke mit mir gegangen sind. Und wir machen kurz einen Werbeblock. Das Küchenteam sucht Verstärkung für nächstes Jahr. Also wer sich berufen fühlt, kann da gerne mit uns ins Gespräch kommen oder direkt nachher in die Küche. Dann können wir auch erklären, was da alles dazugehört. Wenn man einmal einen Tag reinschnuppern möchte nächstes Jahr, wir sind auch über jede Hilfe dankbar. Genau. Und jetzt
bitte ich einfach mal um einen kräftigen Applaus für dieses tolle Team. Nur symbolisch, aber es passte zu Fels, Toblerone, also passend zu Fels. Petrus, der mit euch geht, wir werden uns noch treffen und Pizza essen und Feedback halten, aber jetzt einfach symbolisch für dieses Dankeschön der Verbundkirchengemeinde für euren Dienst. Wir steigen sehr. Ja, beim Thema. Ja. Ich möchte auch noch was sagen. Komm doch noch mal kurz hoch. Okay. Auch wir möchten uns natürlich bedanken bei dir, dass du uns hier durch die Kinderbibeltage geleitet hast und auch die Mitarbeiter und die Verletzten verwundet hast mit Pflastern. Und dass wir immer zu dir kommen konnten, wenn noch was gefehlt hat. Und deswegen auch von uns ein kleines Danke mit einem kleinen Mutmachsäckchen. Und ja. Dass auch du weiterhin mutig bleibst. Vielen Dank. Dankeschön. Genau, ihr dürft wieder hinsitzen. Genau, das. Es gibt noch weitere Dinge zu sagen. Zum einen danke ich dem Videoteam. Jetzt haben wir was angefangen mit der Toblerone. Natürlich teilen die Mitarbeitenden nachher die Schokolade mit euch. Okay. Jetzt müssen wir noch mal kurz versuchen, ob das funktioniert. Wow, super. Ich versuche es kurz zu machen. Von der Gemeinde ist noch zu sagen, Erzähl vom Frieden ist das Motto der ökumenischen Friedensdekade am Dienstag um 19 Uhr in der Stadtkirche. Herzliche Einladung auch zum Laternengottesdienst am Donnerstag um 17 Uhr in der Reuschkirche. Dann findet wieder eine TC-Andacht am Freitag im Chorraum der Oberhofenkirche statt, bereits um 18 Uhr. Und nächste Woche am Sonntag, 9. November, am 9. November findet am Samstag um 18 Uhr ein Gottesdienst der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen statt. Und um 9.30 Uhr in der Oberhofenkirche mit Abendmahl mit Pfarrer Comtesse und den Konfirmandinnen und Konfirmanden. Und das gleiche auch in der Reuschkirche um 10.30 Uhr mit Abendmahl. Und es wird auch gestaltet mit Pfarrer Comtesse und den Konfirmandinnen und Konfirmanden. Um 10.30 Uhr ist Gottesdienst in der Waldekirche, jeweils auch mit Abendmahl. Herzlichen Dank auch an die Kibiwo-Band, die immer wieder treu uns begleitet bei der Musik. Was wir immer wieder suchen, ist ein Klavierspieler, Klavierspielerin. Also wer sich da noch berufen fühlt, darf auch gerne auf uns zukommen. Ja, der Daniel hat vorhin so schön gesagt, Ökumene im Reusch läuft und die soll auch weiterlaufen und ich darf die Kinder ganz herzlich einladen. Wir werden dieses Jahr ein ökumenisches Krippenspiel machen, das heißt, es gibt nur ein Krippenspiel, nicht mehr wie früher eins in der Reuschkirche und eins in Christkönig, sondern es gibt dieses Jahr ein ökumenisches großes Krippenspiel, welches am 24. um 15 Uhr in Christkönig sein wird. Und die Proben, die werden anfangen am Samstag vor dem 1. Dezember und immer am Samstag sein in Christkönig im Gemeindehaus
von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Werbung gibt es noch auf jeden Fall in den Schulen und im Kindergarten, weil bei uns dürfen Kinder ab 3 oder 4 Jahren mitmachen. Und letztes Jahr hatte ich 50 Kinder, vielleicht toppen wir das dieses Jahr nochmal. Es bringt immer wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe viele Kinder, die wirklich schon jahrelang dabei sind. Und ich freue mich, dass wir das ausweiten können und die Ökumene im Reusch wirklich leben lassen dürfen. Vielen Dank. Jetzt schaue ich noch kurz zum Uwe vom Videoteam. Okay, also der Livestream hat leider nicht ganz funktioniert heute, aber wir haben das trotzdem aufgezeichnet. Das heißt, was wir machen, ist den Gottesdienst heute Nachmittag hochladen und dann kann man ihn später am Nachmittag oder Abend dann abrufen. Also wenn die Großeltern oder wenn sie selber nochmal reinschauen wollen, dann später am Nachmittag. Trotzdem vielen Dank für eure Arbeit. Wir singen jetzt noch das Segenslied »Mögen sich die Wege«. Wir singen einmal durch. Und so steht auf und kommt unter den Segen Gottes. Gott spricht: Ich lasse dich nicht fallen und bin jeden Tag bei dir. Gott spricht, ich kenne dich bei deinem Namen, du bist mein. Und so segne uns Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, von heute bis ans Ende der Welt. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen, denn die Kinder ziehen jetzt zuerst aus. Ihr lasst die Liedhefte einfach liegen. Genau, wir gehen jetzt raus. Genau. Wir ziehen jetzt aus, sodass wir als erstes am Imbiss teilnehmen dürfen. Und jetzt habe ich eine Abkündigung vergessen. Am Ausgang sind die Opferkörbe und wir bitten das Opfer für die Kinderbibeltage dieses Jahr. Vielen Dank für alle Gaben. Mögen Sie... Nein. Das wünsche ich sehr. Wir haben Hunger, genau. Wünsche ich sehr, dass in meiner bei mir lebt, der lacht und spricht. Thank you.